Herzlich willkommen bei Masters of the Dice. Es ist August und es ist wieder RPG Day Monat 2022, das neunte Mal. Nächstes Jahr haben wir ein großes Jubiläum. Und dieses Jahr gibt es wieder ein neues System mit verschiedenen Fragen, das auf uns wartet. Aber wenn ihr noch nicht wisst, was der RPG Day ist, es kann ja durchaus sein, dann informiert euch in dem separaten Video, was ich gemacht habe. Dort könnt ihr ein wenig über die Historie erfahren, was es damit auf sich hat und warum es uns sehr kreativ sein lässt. Ich meine, Rollenspiele als solches sind ja auch prädestiniert für Kreativität und diese RPG Day, diese Initiative soll das noch unterstreichen. Und ich mache das nicht alleine, ich rede jetzt nicht alleine vor mich hin, sondern ich habe jemanden bei mir hier zu Gast. Ich freue mich sehr, dass der Marc sich die Zeit genommen hat und mit mir die Premiere, den ersten Tag angeht. Hallo Marc. Hi, hallo Lil, na? Ja, ein super schöner Tag, um jetzt über Rollenspiele zu philosophieren, nachzudenken. Und ich meine, du bist ja in der Rollenspielszene bekannt, aber es gibt immer Menschen, die einen noch nicht kennen. Vielleicht willst du ein, zwei Worte zu dir sagen. Klar, kann ich gerne machen. So bekannt bin ich dann auch, glaube ich, gar nicht. Allerdings in der Discord-Szene vielleicht schon eher. Ja, genau, ich mache den mit der lieben Jenny zusammen. Bin ich der Admin vom größten deutschen D&D-Discord. Die deutschsprachige D&D 5 Community kann man auf Google finden und so weiter. Da kann man hinkommen, ganz, ganz viel D&D spielen, ganz viele Leute online treffen, sich mit denen austauschen, Gruppen finden, alles drum und dran. Also ein wirklich guter Einstieg in die, ja, in die D&D-Szene in Deutschland, die Online-Szene. Und abgesehen davon betreue ich auch noch mehrere solche Spielprojekte und mache verschiedene Podcasts und solche Sachen. Ja, du bist ja sehr aktiv und dieser Server ist auch wirklich sehr aktiv. Hat ja, glaube ich, jetzt über 5000 Mitglieder und wächst und wächst. Und man merkt ja auch, dass da auch immer sehr schnell geholfen wird, muss ich sagen. Also ab und zu gucke ich ja auch mal rein und ich stelle fest, dass wirklich man da nicht verloren ist. Ne? Also eine von 5000 Karteileichen, sondern jede Frage wird wirklich, man kann schon das Lächeln spüren, also im Geschriebenen, dass man so sehr positiv mit den neuen, ja, Menschen, die auf diesen Server raufkommen und doch in der großen, weiten Dungeons and Dragons Welt, ja, Fantasie suchen, auch Gruppen suchen und einfach manchmal ganz einfache Fragen haben, die man so hat. Und da sind wir eigentlich auch schon fast bei der Frage des Tages. Also, wenn man anfängt, wenn du es dir aussuchen könntest, wen würdest du denn eigentlich in das Rollenspiel allgemein und wahrscheinlich würdest du Dungeons and Dragons im Speziellen aussuchen? Boah, das ist eine. So, also du meinst einführen, ne? Irgendwie. Ja, Also, genau. ja. Also Leute, die einführen noch nicht heißt gespielt sozusagen noch gar haben. nicht gespielt haben. Ne? Wobei, Boah, es können das. auch schon Rollenspiele sein. Es kann ja sein, zum Beispiel ein Cthulhu-Spieler, und den willst du in ein ganz anderes Spiel einführen. Ne? Kann man auch so interpretieren, wie du möchtest. Also, das ist auch eine super interessante Frage. Weil natürlich kommt es sehr stark darauf an, will ich die Person einführen, weil ich super funny fände und toll und der Person das was helfen würde. Oder weil ich gerne mit der auf Dauer spielen würde oder so. Ich würde sagen, ich würde natürlich super gerne alle möglichen Leute einführen, die daran einfach Spaß haben. Die daran Spaß haben könnten und es vielleicht gar nicht kennen oder nicht wissen. Abgesehen davon würde ich Leute generell einführen wollen, die davon profitieren würden. Also zum Beispiel, Rollenspiel kann ja fantastisch helfen, egal ob D&D oder irgendwas anderes, ne? Kann ja fantastisch helfen bei sozialen Schwierigkeiten, irgendwie Ja, richtig. bei Schüchternheit oder was auch immer man hat, ne? Es ist einfach, man kann in die Schuhe von anderen Leuten schlüpfen. Und ich glaube, dass an der Stelle das vermittelt erstens das Gewolltsein und man darf mitspielen und so, das finde ich schön. Mehr als bei so einem Brettspiel, wo man dann ein austauschbarer Mitspieler ist, so. Und zweitens vermittelt es auch so ein bisschen so dieses in die Schuhe der anderen schlüpfen. Ich glaube, es kann an vielen Stellen Empathie vermitteln. Gerade wenn man dann auch selber Spiel leitet und so, vermittelt das natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, wie eben, wie man mit Gruppen umgeht und so weiter. Ja, und ich glaube, in der Hinsicht kann es auch ganz viel den Horizont öffnen. Dementsprechend, wen würde ich da reinziehen? Ja, viele Leute, die eben von dieser Öffnung des Horizonts auch profitieren können, die dann Teil einer Gruppe sein können und so weiter. Ich meine, man muss ja auch sehen, dass D&D zumindest früher viel von der Außenseiterkultur hatte. Das ist heute nicht mehr so. Nerd sein ist jetzt total cool, ne? Ja, mittlerweile ja. Aber das war ja nicht immer so, siehe Stranger Things oder Ja, da sowas, kann man wo es die ja das gerade spielen. sehen, wie es vor 40 Jahren fast war, ne? Genau, ne? Und aber ich finde es schön, dass es diese Kultur halt auch behalten hat, irgendwie. Und in der Hinsicht,
Ja, wen würde ich spezifisch einführen wollen? Sicherlich viele irgendwie Politiker oder sowas könnte ich mir vorstellen, dass das total interessant sein könnte. Gerade Leute älteren Semesters. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel, Ich meine, die spielen ist doch kein den ganzen Tag eine Politiker. Rolle eigentlich, ne? Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Ich meine, es gibt ja auch bei Firmen ganz viel solche Sachen, Ja, dass die das als Teambildung machen oder genau. sowas, ne? Weil man jetzt auf einmal gemeinsam Aufgaben erledigt und gemeinsam in einem abgesteckten Rahmen Herausforderungen bewältigt. Und das kann natürlich super gut die Gruppe zusammenschließen. Als Beispiel jetzt, ich habe kein, also nicht als Politiker jetzt als Beispiel. Ich habe auch schon mit Politikern gespielt, aber keine berühmten. aber ich habe letztens zum Beispiel mit meiner Mutter RPG gespielt. Ja, also Das die ist hat ja damit überhaupt faszinierend. nichts zu tun. Die ist auch da absolut nicht der Typ eigentlich dafür, würde ich sagen. Die hat jetzt nichts mit Elfen und sowas am Hut, ne? Aber sie weiß schon, dass du so etwas spielst und auch sehr Ja, aktiv bist und schon, so. klar, ja, naja. Und Aber was macht mein Sohn da so? Dungeons and Dragons, was ist das, ja? ja, klar, wenn ich ihr davon mal erzähle oder so. Aber es ist halt natürlich für sie immer sehr abstrakt gewesen, wenn ich ihr sowas erzählt habe irgendwie. Und dann habe ich mal eine Runde mit ihr gespielt und sie ist halt mehr so der historische Typ. Sie liebt halt so Geschichte und war irgendwie letztens in Jerusalem oder so. Und da habe ich mir halt spontan den Hut aufgesetzt und gesagt, hey, guck mal, wir machen jetzt einfach mal, ich spiele mal eine Runde, wie du, keine Ahnung, was war das? Die Geheimagentin von der jüdischen Befreiungsfront bist und willst aus dem König, vom Haus vom König Herodes irgendwie die geheime Schriftrolle klauen oder Das ist sowas, ne? spannend, ja. Warum nicht? Eben. Das heißt, Curse an Dungeons Dragons, Genau. du kannst in jedes Setting die Geschichte transportieren. Absolut. Und sie musste dann ja auch nicht zaubern oder sowas. Wir haben einfach ganz einfach gemacht. Wir haben halt gesagt, keine Ahnung, wir nehmen zwei D6er-Würfel, weil wir gar keinen D20er da hatten in dem Moment, ne? Weil Bei ist ihr halt zu egal. Hause. Und haben halt gesagt, okay, wenn du gut in irgendwie, ne, wir sagen jetzt mal, worin bist du gut? Du bist gut im. Du bist sehr geschickt, aber nicht sehr stark. Sowas hat sie sich dann halt ausgesucht. Dann haben wir halt gesagt, wenn du gut darin bist, dann kriegst du halt +2. Und wenn du nicht so gut darin bist, dann kriegst du halt -2. Und wenn wir es nicht wissen, dann bleibt jetzt die Zahl halt so. Und dann ist sie in das Haus von König Herodes eingebrochen und war natürlich massiv überfordert, aber nicht so überfordert, dass ihr keinen Spaß gemacht hat. Und tatsächlich, wir haben eine Stunde gespielt. Man sollte ja Leute auch nicht dann überfordern, so Nein, krass. jetzt soll ich nur anteasen erstmal, ne? Genau. Und wir haben eine Stunde gespielt und es war. Hat ihr total viel mehr Spaß gemacht, als sie gedacht hätte. Und ich habe auch inzwischen schon eben mit Kindern gespielt, in Kinderhorten und sowas. Ich habe schon mit alten Leuten gespielt oder älteren Leuten, älteren mit Senioren halt und so. Das kann total augenöffnend sein. Das kann auch total überraschend viel Spaß machen. Auf jeden Fall, ja, Kinder ist Genau. auch eine Bereicherung für sich. Also klar muss man gucken, da muss man auch die Geschichten adaptieren, aber genauso wie vielleicht für seine Mutter auch erstmal nicht zu komplex machen und Und mehr nicht zu so, abstrakt, ja, so eben. Fantasy und Ne? so. Ja, das ist eine interessante Geschichte, eine Anekdote. Also das heißt, gut, du hast ja einen Blumenstrauß von Menschen, also ohne eine konkrete Person zu nennen, die du gerne einführen würdest, da gibt es viele. Und im Speziellen war es wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch insgeheim bei dir drin, dass du gerne auch mal deiner Mutter zeigen wollen würdest, was du da alles so machst. Und ja, wunderbar, dass du dieses Erlebnis schon mal Genau. beginnen konntest. Und vielleicht geht es ja so noch einen Schritt weiter und erschafft einen richtig umfassenden Charakter und ein umfassendes Abenteuer, wer weiß. Und dann Ja, kommt sie mit vielleicht ihren. interviewst du sie in einem halben Jahr oder so. Wer weiß, ja. Ja, kann ja sein. Wäre ja Ja. funny. Also meine Ja, gut. lieben Zuschauer, liebe Community, ihr seht, also es gibt gar keine Grenzen, wie man es einführen kann. Für jeden ist bei den Rollenspielen, so bei Dungeons & Dragons ohnehin, aber nicht nur bei Dungeons & Dragons, es gibt auch viele andere Rollenspiele, wo es für jeder Mann, jeder Frau etwas gibt, wo die ihr Spaß machen kann. Und daher seid motiviert, seid ja aufgerufen fast schon, in eurem Umfeld neue Menschen in das Rollenspiel einzuführen. Und uns würde ja interessieren, Marc und mich, wen habt ihr denn eingeführt oder wen plant ihr demnächst einzuführen an Personen, die man vielleicht auf die man nicht auf den ersten Blick kommt? Also jetzt nicht direkt die Kumpels, mit denen man eigentlich die ganze Zeit zockt, sondern eine vielleicht so etwas ja, schrägere Person, ist fast gesagt, unerwartete Person. Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt, was so am Ende des Monats so an Personen zusammenkommt, die man halt gerne einführen wollen würde. Dir, lieber Marc, danke ich dir, dass du die Premiere des RPG Day mit mir gestaltet hast. Und ich kann so viel schon mal spoilern, das wird nicht der einzige Auftritt von dir sein. Wir sehen uns in einigen Tagen wieder. Ich freue mich schon darauf. Bis dann, vielen Dank, lieber Marc, und schönen Gruß Ciao. an die Community. Viel Spaß beim Einführen. Dankeschön, ciao. Tschüss.